Ein 30-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Gegen 15.15 Uhr befuhr er mit seiner Kawasaki ZR die Hauptstraße in Richtung Grinitzberg. In einer Rechtskurve nahe dem Gasthof Giegengrün leitete er eine Gefahrenbremsung ein und stürzte. In der weiteren Folge prallte er mit seinem Motorrad frontal gegen einen entgegenkommenden VW Golf. Der VW-Fahrer konnte trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Gradfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Chemnitz geflogen werden. Auch der VW-Fahrer wurde schwer verletzt. Seine Beifahrerin trug leichte Verletzungen davon. Der Gesamtschaden beträgt 11.000 Euro. Das Motorrad wurde beschlagnahmt, da die Ermittlungen zur Unfallursache noch andauern.